meine Lieben, da bin ich schon wieder. Ja, ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass ich eine Ü-Post bekommen habe. Ihr habt ja im Titel schon gesehen, von wem diese Ü-Post ist. Ja, sie ist von der lieben Lisa von Luki Mama. Und ich glaube, vor 4 oder 5 Tagen kam die Post und der Paketbote hat mir das Paket in die Hand gedrückt und ich hatte nur auf den Absender geguckt, weil ich in dem Moment auch nichts erwartet hatte. Und ja, ich habe erstmal die ganze Zeit überlegt und dachte nur, ich kenne nur eine Person mit dem Namen Lisa. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Haaren gefallen. Wir hatten vor geraumer Zeit mal eine Unterhaltung miteinander, eine Konversation miteinander, wo ich ihr eben auch mitgeteilt habe, wie ich es ja auch so oft unter ihren Beiträgen bei Instagram oder bei YouTube mache, bei den Videos mitgeteilt, dass ich finde ihre Werke halt immer wieder toll. Ne? Ich liebe es, was sie da macht, jedes Einzelne. Und ich bin immer wieder total fasziniert davon. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Stil, was uns Bastler betrifft. Und ich liebe einfach ihre Sachen, die sie bastelt. Und das hatte ich ihr auch so mitgeteilt. Und sie hatte mir dann auch geschrieben, dass sie mir gerne meine Ü-Post macht, dass ich mich aber gedulden müsste und das seine Zeit in Anspruch nehmen kann. Und ich hatte ihr gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das ist ja auch gar kein Muss. Ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt eine Ü-Post von ihr haben. Und ja, demzufolge habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe es echt völlig nicht verdrängt, aber ich habe da nicht mehr dran gedacht. Umso überraschter war ich natürlich, als ich dieses Paket in der Hand hielt vor einigen Tagen. So, und ich möchte euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich möchte vor allem auch mich nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich habe jetzt wirklich einige Tage durchgehalten, dann nicht dran zu gehen. Das Einzige, was ich schon getan habe, ihr seht sicherlich an dem Karton, es waren wirklich 3 Kartons aufeinander geklebt und dann verpackt. Ich habe mir gedacht, was ist das? Ich hatte nur das Papier entfernt und habe gesehen, weil es war schon, wo ich so dachte, irgendwie, das ist ein sehr komisches Paket. Und deswegen hatte ich das Papier abgemacht und habe dann festgestellt, sie hat wirklich 3 Kartons übereinander gestapelt, geklebt. Und die habe ich erstmal auseinandergenommen, weil ich glaube, sonst hätten wir jetzt hier erstmal bestimmt eine ganze Weile zu tun, um diese Pakete auf und voneinander getrennt zu bekommen. Und habe das mal, wie gesagt, im Stillen, heimlich und leise allein gemacht und habe komplett alles in diese eine Kiste gelegt. Ja, viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich schon geöffnet habe, ist die Post, also die Karte. Die zeige ich euch natürlich als erstes und alles andere ist noch komplett verschlossen. Es ist noch komplett verschlossen. Das öffnen wir gemeinsam. Und ich bin echt gespannt. Das Einzige, was mir direkt schon, wie gesagt, beim Öffnen der Pakete aufgefallen ist, ich wusste eigentlich schon sofort, ja, welches Thema diese Post umfassen wird. Und wahrscheinlich könnt ihr es auch sehen. Also man sieht es hier auf diesen Servietten. Wir hatten quasi auf allen Karton, also ich glaube in 2 waren so diese Servietten noch oben mit drauf und wir haben hier wirklich komplett alles, seht ihr das? Es sind überall, man sieht es auch hier, ich schwenke euch mal kurz nach oben, im Karton, wir haben hier überall diese Karten drauf zu kleben. Ja, und ich glaube, ich als großer Fan und auch alle, die mich kennen, die wissen, dass ich Fan bin, wissen sofort, um welches Thema es geht. Natürlich um Alice im Wunderland. Ne? Ich bin ja absoluter Grinch-Katzen. Grinch-Katzen. Also jetzt geht's los. Ja, Grinch-Fan bin ich auch. Das Thema hatten wir erst. Aber hey, okay, dann vermischen wir es halt mal. Ich bin absoluter Grinse-Katzen-Fan. Ich liebe die Grinse-Katze. Die ist einfach voll meins. Und auch Alice ist natürlich so voll meine Wellenlänge. Ich habe, keine Ahnung, ich kann es euch leider gerade im Moment nicht zeigen, aber es gibt auch hier so in meinem Haushalt so das ein oder andere, was mich mit Alice im Wunderland und der Grinsekatze verbindet. Und ja, also ich bin echt, ja, super gespannt. Ich bin echt super gespannt, was hier alles so drin ist. Ich habe, als ich die Pakete alle in diesen einen Karton gelegt habe, schon gesehen, dass auch alles nummeriert ist. Und ich zeige euch natürlich als erstes mal die Post. Und danach würde ich sagen, starten wir los. Ich schiebe es mal beiseite, da
damit das nicht so das ganze Bild einnimmt. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns die Serviettchen hier einfach mal so ein bisschen hinlegen. Ja, sieht doch schön aus, oder? Ich finde es total drollig mit diesen Karten. Vor allem, Entschuldigung, ihr hört, mein Husten ist leider Gottes von gestern zu heute immer noch nicht besser geworden. Ich kann euch gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal diese Karten gesehen habe. Ich erinnere mich an meine Jugend, da haben wir mit diesen Karten Karten gespielt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage noch gibt. Gar keine Ahnung. Aber die früher waren die total, ja, hat mich sofort an meine Jugend erinnert. So, also wie gesagt, wir haben hier, seht ihr auch hier, sind die Kärtchen überall drauf, total cool. Eine schöne Post. Und wie gesagt, ich hatte sie ja schon geöffnet. Und hat natürlich, wie ihr seht, ist sie nicht schön. Ja, mit meinem Verdacht, mit meiner Vermutung genau richtig gelegen. Total hübsch. Auch so diese mit diesem Schlüsselloch, ja, ich finde das so herrlich umgesetzt. Richtig, richtig schön. Ich liebe den Hintergrund, ich liebe die Farben hier im Hintergrund. Richtig hübsch gemacht, da ist sie, meine Katze. Guck doch mal. Die Grinsekatze. Ich liebe sie. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, ich mag alle Werke total gerne. Und jetzt freue ich mich erst recht, dass ich tatsächlich meine erste Karte von der lieben Lisa in der Hand halte. Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Die kommt natürlich oben auf mein Board, wo meine liebsten Karten stehen, die ich bekommen habe bisher. Und da wird die auf jeden Fall ihren Ehrenplatz finden. Ich hatte es mir schon durchgelesen und im Endeffekt steht eigentlich das drin, was sie mir schon vorher gesagt hatte, dass es eine etwas längere Wartezeit in Anspruch nahm, und sie hat sich auch noch dafür entschuldigt, dass sie so lange warten musste. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, Lisa. Es ist völlig in Ordnung, wie du merkst. Ich habe daran überhaupt nicht mehr gedacht. Umso schöner war die Überraschung und umso größer. Ja, sie wünscht mir viel Spaß mit den Sachen und schickt mir herzliche Grüße und hat noch ein Zettelchen dazu gepackt, auf dem steht, dass alle Sachen durchnummeriert sind, theoretisch für ein Video. Und ich habe ihr auch gesagt, ich werde natürlich definitiv ein Video machen, auch wenn sie es mir freigestellt hat. Aber ich finde das, ja, ohne geht's gar nicht. Ich finde, das gehört einfach dazu bei uns Bastlermädels, wenn wir uns Ü-Post schicken. Es ist natürlich kein Muss, wie sie ja auch geschrieben hat, ne? Es gibt ja auch Mädels, die machen gar keine Videos oder denen ist es unangenehm, im Video zu zeigen, ob sie sich darüber freuen oder wie sie sich darüber freuen. Und ja, aber ich habe damit ja kein Problem, ne? Ihr kennt meine Stimme, ihr kennt mich, wenn ich mich freue, ihr kennt mich, wenn ich ja sauer, wütend oder ja, keine Ahnung, mir irgendwas nicht gefällt. Ich sage nur Weihnachtsblock-Action. Also von daher, ich muss mich ja überhaupt nicht verstellen oder sonstiges, ne? Ich bin, wie ich bin. Ihr nehmt mich so, wie ich bin. Dafür bin ich euch echt dankbar. Und jetzt wollen wir aber nicht weiter rumschnacken, ja? Ich habe jetzt tagelang gewartet und jetzt packen wir diese Sachen aus. So, als erstes hat sie mir natürlich ganz, ganz viel Naschi reingepackt. Naschi geht immer, ne? Ich musste tatsächlich die auch da drin lassen in dem Kartönchen, weil ich denke, dass sonst mein Sohnemann die wahrscheinlich sich schon gemopst hätte. Der ist ja ein absoluter Gummitierchen-Freak. Und ja, aber sie haben überlebt. So, dann gucken wir mal. Guck mal, ich habe noch Gummibärchen gefunden. Da sind noch welche. Wir starten natürlich mit der Nummer 1. Das ist ja ganz klar, ne? Hier süß, ne? Auch die Kärtchen auseinandergeschnitten. Ich bin immer, mein Vater hat es immer, also macht es eigentlich grundsätzlich immer zu Weihnachten. Der schüttelt immer und drückt immer die ganzen Geschenke und sagt immer schon vorher, was drin ist. Und das Problem ist, er hat fast immer recht. Aber nee, ich mache das nicht. Warte mal. Auf jeden Fall ist da was drin, was shaked. Irgendwas Shakendes. Aber wir gucken mal, wir lassen uns mal überraschen. Ich bin so gespannt. Aber ich glaube, ich hole mir erstmal eine Schere. So, da ist ja die Schere. Ich denke, ja, also ich gestehe ja, ne, ich hebe nicht alles auf, was so an Umverpackung ist und so weiter. Aber ich finde trotzdem, dass man so manche Sachen jetzt nicht zwingt. Hier geht es natürlich nicht so gut. Nicht zwingend komplett zerruppen muss.
Manchmal kann man ja dann doch noch, und selbst wenn man es im Nachhinein feststellt, ne, dass man das nicht gebrauchen kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, es so zu öffnen, dass man es vielleicht nochmal verwenden kann, dann tut man das. Ich muss erstmal einen Schluck trinken, glaube ich. Das kratzt denn doch ganz schön im Hals heute. So, ich bin... Oh Gottchen. Oh, guck doch mal. Oh, wie süß ist denn das? Also ich habe das schon mit dem Schütteln, das habe ich schon gehört. Ist die niedlich. Oh Gottchen, da ist noch mehr Naschi drin. Ich habe es schon gesehen, guckt mal. Naschi, Naschi, Naschi. Da ist ein Naschi drin. Oh, hier steht noch was drin. Muss ich gucken. Da muss ich erstmal gucken. Das ist ja cool. Guckt doch mal. Ja, wie cool ist das denn? Seht ihr das? Irgendwie da liegt ein kleiner Schatten auf meinem Bild. Aber das ist ja cool, wenn die Süßigkeiten raus sind. Guck doch mal. Ja, echt. Ja, richtig, richtig toll. Die finde ich super, super süß. Und natürlich auch super passend zur Karte, ne? Alles in einem Stil. Oh Gott. So, ich bleibe jetzt hier eine Stunde stehen und, shake die eine Runde, ne? Da müsst ihr jetzt durch. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ist die nicht goldig? Aber guck, so kann ich es euch nicht zeigen. Das ist gleich Schatten. Ich glaube, ich muss mal, warte mal. Mal mein Licht vielleicht ein bisschen. So ist vielleicht besser, ne? Ja. Aber die ist ja echt knuffig. Also sich auch die Arbeit zu machen, das dann noch reinzukleben, ja? Wie süß ist das bitte? Aber wo wir schon mal bei Alice im Wunderland sind, kennt jemand von euch die Serie Once Upon a Time? Wer diese Serie nicht kennt, muss sie unbedingt schauen. Also das ist eine Serie, die ist schon vor Jahren entstanden und da geht es um alle Märchen, die man eigentlich so kennt. Ich möchte ja nicht spoilern oder so, um was es da wirklich geht, aber es ist super interessant. Ja. Alles mal so ein bisschen anders, noch aus einer anderen Sichtweise gesehen. Und guckt euch das an. Once Upon a Time. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Staffeln. Ich habe sie mittlerweile schon 3-mal durchgeguckt in all den Jahren. Erst jetzt wieder. Weil ich bin so märchenverrückt. Ja. Total süß. Liebe Lisa, also die ist ja schon mal mega zuckerniedlich. Mega Zucker. Ja, du weißt, was ich meine. Richtig, richtig süß. Ich stehe auf sowas hier. Also ich mag ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so, ich glaube, das ist bei uns Bastelmädels grundsätzlich so. Oder was heißt grundsätzlich? Grundsätzlich vielleicht auch gar nicht zwingend. Gibt bestimmt auch Bastelmädels, die einfach nur gerne basteln und es verschenken. Aber ich für meinen Teil muss sagen, ich verschenke es nicht nur gerne, ich bastel nicht nur gerne. Ich freue mich eben genauso, wenn ich so selbst gebastelte Sachen von den Bastelmädels bekomme. Ich finde das total schön. Richtig, richtig schön. Weil das sind eben einfach Sachen, die das ein Unikat, ne? Also man kann ja wirklich sagen, es ist ein Unikat. Man setzt sich ja nicht hin und macht das in 10-facher Ausführung. Man bastelt es einmal und danach, ja, in der Form eigentlich oder wahrscheinlich nicht nochmal. Und deswegen finde ich das, ja, super toll. Ich mag das total gerne. So, wir suchen mal die 2, ihr Lieben. Ich glaube, die 2 war hier unten. Guck mal, habe ich noch eine Serviette gefunden. Ja, und bei der 2, da, keine Ahnung, also ich habe ja schon, wo ich das, wie gesagt, alles in den Karton gelegt habe, ich packe das mal beiseite, nicht, dass mir das hier kaputt geht. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, von meinem Papa so ein bisschen, ich habe ja schon ertastet, ne, bin ich ja ehrlich. Und ich bin so, also es ist auf jeden Fall eine Herzform, so wie es aussieht. Und, also ich habe so das Gefühl, das ist sowas aus, irgendwas aus Graphitstein. Weil oder Holz. Holz kann es auch sein. Ja, aber bevor wir jetzt hier noch ewig rumspekulieren, packen wir es doch einfach mal aus und gucken. Vielleicht habe ich ja sogar recht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich total aufgeregt und ja, gespannt. Ich weiß sowieso nicht, um ehrlich zu sein, wie ich die letzten Tage
geschafft habe, das auszuhalten, das nicht aufzumachen, ja. Aber ich denke, das lag einfach daran, dass ich ja nun wirklich richtig, richtig krank war. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Tage wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt. Es ging nichts. Es ging wirklich gar nichts. Und ich denke, dadurch, ja, war ich mit meinen Gedanken halt auch woanders und habe da jetzt gar nicht drüber groß nachgedacht. Ich habe es tatsächlich dann auch wirklich weit weggestellt, damit ich es gar nicht sehe. Ich breche mir hier, glaube ich, gleich die Hände. So. Also mit meiner zweiten Vermutung. Jetzt bin ich gespannt. Ich dachte, ich habe alles aufgeschnitten. Habe ich nicht. Also Lisa, das mit dem Verpacken, das müssen wir noch mal üben. Das ist viel zu gut eingepackt. Ich ziehe es jetzt einfach hier raus. Oh, wie cool. Das ist ja krass. Also sowas kann ich ja gar nicht, ne? Das ist tatsächlich etwas, das würde ich gar nicht hinkriegen. Also A, finde ich das Brett total süß. Diese Herzform ist ja mal mega cute. Und sich da hinzusetzen und das da einzubrennen, heftig. Echt heftig. Ich möchte, glaube ich, nicht wissen, wie lange du dafür gesessen hast. Es hat bestimmt ein bisschen gedauert, ne? Das ist ja cool. Ja, richtig cool. Das kommt auf jeden Fall, kommt das in meine Küche. Das werde ich in meine Küche stellen. Na, hat es auch noch meinen vollen Namen darauf graviert. Nein, es ist echt schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Oh, guckt mal hier noch die Tässchen und Kännchen. Wie süß. Ja. Also es kommt in meine Küche. Das stelle ich mir auf meine Arbeitsplatte, also auf meine Arbeitsfläche an die Wand. Richtig cool. Also benutzt wird es nicht. Ne? Das wird ein Deko-Tablettbrett, wie auch immer. Das werde ich definitiv nicht benutzen. Nein, nein, nein. Ja, richtig cool. Also die Ruhe und die Ausdauer musst du erstmal haben, dich da hinzusetzen und das da alles in dieses Holz zu brennen. Ich hätte es nicht. Also Chapeau und meinen höchsten Respekt. Ich hätte es nicht. Also das ist tatsächlich eine Arbeit, an die ich nicht rangehen würde. Jo, umso cooler wissen wir jetzt alle, Lisa macht das. Richtig, richtig cool. Ja. Aber vielleicht kannst du ja doch mal verraten, wie lange du dafür gesessen hast, bis das alles komplett fertig war. Das würde mich ja dann doch mal so ein bisschen interessieren. Krass. Sehr schön. Hast du sehr, sehr schön gemacht. Also, ja, das können dann alle in meiner Küche bewundern. Gefällt mir richtig gut. So, Nummer 3. Ist was Weiches. Wollen wir wieder schätzen oder wollen wir? Nee, wir schätzen jetzt nicht mehr, ne? Nee, das machen wir nicht. Ich mache es einfach auf. Wir gucken uns das einfach an. Wir erfreuen uns daran, ohne hier vorher hin und her zu überlegen, was es ist. Es ist auf jeden Fall weich. Ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also, ich glaube, ich muss mein Vorhaben zu sagen, ich versuche alles ordentlich aufzumachen und weiter zu nutzen, aufgeben. Nein, jetzt ist es offen. Soll ich mal reinluschern? Nee, machen wir nicht, ne? Sie hat aber auch alle Ecken zugeklebt hier, ne? Ist ja, als wenn du bei mir eine Leere gemacht hast. Aber bei mir würdest du gar keine Ecke zum Aufschneiden finden. Bei mir ist wirklich komplett alles zugeklebt. So, also ich fühle Luftpolsterfolie. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, noch sehen. Da hängt eine Batterie dran. Nee. Du hast nicht. Ich glaube, das ist nicht dein Ernst. Du hast nicht ernsthaft eine Uhr gebastelt. Wartet mal. Muss ich aufpassen, wenn die Batterie. Ach, die hat so rangeklebt. Wartet mal, ich mach die mal ab.
Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe ja jetzt bei Weich mit allem gerechnet, wa? Aber mit einer Uhr niemals. Trau mich gar nicht. Die ist bestimmt so. Oh Gott, ich sehe schon die lilane Farbe. Nein, nicht da festkleben an meiner Karte. Nein, 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 geh weg. Oh mein Gott, ich traue mich nicht, Leute. Ich traue mich nicht. Ich sehe es schon. Verdammt. Wartet mal, ich mach mal die Folie weg. Folie weg. Oh mein Gott. Oh, Lisa. Wie süß ist die denn bitte? Ey, auf so eine Ideen muss man erst mal kommen. Herrlich, guck doch mal. Die ist so schön. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, gerade weil ich die wirklich... Ja. Tick-Tack. Die ist so schön. Und die Grinse, guck doch mal. Oh, Lisa, ey. Ja. So, wer macht mein Video dann weiter? Ja, krass. Also das, nee. Die ist echt, echt schön. Die ist richtig schön. Und ich, also die wird auch definitiv hier in mein Wohnzimmer gehangen werden. Hundertprozentig. Die ist ja, oh Gott. Die ist ja ein Traum. Richtig cool. Oh, Manometer. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier hinlegen soll. Guck mal so. Wie schön ist diese Uhr, bitte? Wollen wir die Batterie mal reinmachen? Kommt, wir machen die Batterie mal rein. Nicht, dass die bösen Postboten hier irgendwas kaputt gemacht haben. Wartet mal. Wahnsinn. Also Lisa, ja. Ich bin schon jetzt sehr fasziniert, ne? Wie du merkst. Da. Reicht. Sie tickt. Leute, wie schön ist bitte diese Uhr? Ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber wie schön ist bitte diese Uhr? Die ist so, so hübsch. Wahnsinn. Ich, ja. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Ach, Lisa. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ohne Worte. Ich bin begeistert. Ich bin total, also ich bin hin und weg. Ich brauche gar nicht, eigentlich brauche ich gar nicht weitermachen und da liegen immer noch drei. Ja, also das wäre gar nicht nötig gewesen. Es ist ja jetzt schon total süß. Oh Mann. Ach, liebe Lisa. Vielen, vielen lieben Dank, kann ich an dieser Stelle jetzt schon mal schon sagen. Wahnsinn. Ich trinke mal einen Schluck. Vielleicht wird es dann wieder besser. Oh. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Die ist so schön. Die ist so schön. Ich bleibe jetzt hier stehen und gucke mir die Uhr an. Nein, wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Batterie wieder raus. Sonst wahrscheinlich, nehme ich mal an, hört ihr es hier jetzt sonst die ganze Zeit nur ticken. Die lege ich mal beiseite so lange. Und wir machen einfach weiter. Hier ist wieder was Festes dran. Ich würde tatsächlich... Nein, kommt, jetzt hören, wir hören jetzt auf damit. Wir hören jetzt einfach auf damit. Wir machen es einfach auf. Und Spekulation bringt sowieso nichts. Hier hätte ich komplett falsch gelegen.
Aber gut verpackt mit der Luftpolsterfolie, ne? Dadurch hat man echt gedacht, da ist irgendwas Weiches drin. Entschuldigt bitte. Aber ja, so leider Gottes. Das ist da richtig cool. Guck mal. Also auf was für Ideen diese Frau kommt. Nee. Leute. Ich muss das runterfallen lassen. Guckt euch das doch mal an. Oh, Lisa. Wie schön ist das? Was sind das für Stempel? Wie cool sind die denn? Oder hast du die selber gemacht? Keine Ahnung. Ich bin gerade voll überfordert. Merkt ihr das? Guckt euch das doch mal an. Wie cool ist das bitte? Wow. Feier ich. So, jetzt, also wer mich jetzt, ich kann mich gerade nicht erinnern. Nee, ich finde alles richtig, richtig schön. Also ich glaube, irgendwie ist eins hier, überwältigt mich mehr als das andere. Ja, ich, eigentlich kann ich ein stummes Video machen. Ich sag einfach gar nichts, ich packe aus und lege Musik drüber. Weil im Endeffekt finde ich eh keine Worte dafür. Boah. Seht ihr das? Wie die Schrift da in glitzert. Sieht man schlecht, oder? Wartet mal. Nee, seht ihr nicht. Schade. Doch, da guckt mal. Die glitzert und funkelt. Ey, wie hübsch ist das bitte? Guckt euch das doch mal. Ah, dieses Licht hier. Das ist natürlich. Spiegelt jetzt natürlich so ein bisschen. Wartet mal, ich schiebe es mal ein bisschen beiseite, aber dann ist es wieder zu dunkel, oder? Ach nee, wird so nicht. Schade. Müssen wir so lassen. Aber jetzt mal ernsthaft, wie hübsch ist das bitte? Oh Gott. Das ist voll toll. Das ist richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Lisa. Ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin hin und weg. Ich bin total begeistert. Richtig. Oh, nee. Ja, ihr Lieben. Ich bin ja selten sprachlos, ne? Also ich bin wirklich selten sprachlos. Ich bin eigentlich ein Mensch. Wie sagt man so schön, also ich bin so ein Berliner Mädel, also komme eigentlich nicht aus Berlin, sondern aus Brandenburg, aber ich bin trotzdem so eine richtige Berliner Schnauze, ne? Ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist, ich hau immer mal ein Ding raus, aber es kommt eher selten vor, dass ich sprachlos bin und nichts sage oder dass ich keine Worte für das habe, was ich ausdrücken möchte. Ja. Oh, ich muss mal tief durchatmen gerade. Es ist ja wirklich so. Och, Leute. Ich will nicht heulen, aber ich tue es. Ich muss einfach dazu sagen, dass. Wartet mal kurz. So, ich habe jetzt mal einmal Luft geholt und mal die Nase geschnaubt. Warum ich gerade so reagiere, ist einfach, weil es genau im richtigen Moment kommt. Na, ihr habt ja, glaube ich, gemerkt, dass in den letzten Wochen, Monaten nicht so viele Videos von mir kamen. Und wenn welche kamen, ich euch ja auch mitgeteilt habe, dass die Umstände bei mir gerade aktuell nicht gerade so einfach sind. Wartet. Ja. So, Kontenance jetzt.
Und es ist tatsächlich so, dass, wie ich gerade gesagt habe, es kommt in genau dem richtigen Moment. Genau dann, wenn man doch mal einfach so ein bisschen etwas braucht, was einen ablenkt und was einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ich glaube, du hast dein. Also das, was du damit erreichen wolltest, liebe Lisa, hast du natürlich geschafft. Ja, du hast mir jetzt auch ein paar Tränen ins Gesicht gezaubert, aber ich denke, du weißt, dass diese Tränen nichts damit zu tun haben, dass ich das zum Heulen finde, sondern, oh nee, Schnauben, wartet, wartet, wartet. So, jetzt. Also, dass ich das nicht zum Heulen finde, sondern wirklich es mich total rührt, ja. Und einfach genau, also es kommt halt gerade genau richtig. Es kommt wirklich gerade genau richtig. So, jetzt wollen wir uns mal wieder beruhigen. Und da liegen nämlich immer noch zwei. Ja, und die müssen wir auch noch auspacken. Und ja, wir wollen ja nicht, dass hier alles. Ach, ich habe noch Gummibärchen gefunden. Guck mal. Na, vielleicht teile ich doch mit meinem Sohn mal sehen. Ja, und wir wollen ja hier nicht alles volltrüppeln mit irgendwelchen Dingen oder irgendwelchem Wasser, was aus dem Kopf kommt. Sondern wollen uns ja angucken, was die liebe Lisa hier noch alles gebastelt hat. Also gerade weil es ist auch alles, ja, es steht auf jedem Päckchen hier. Ich zeige euch Nummer 6 noch, also das letzte dann. Es ist alles selbst gemacht. Und ich finde das so, so süß. Natürlich gibt es auch gekaufte Dinge, die richtig toll sind. Immer, ja. Also ist bei mir auch so. Es gibt Sachen, die gekauft so cool sind. Ja, was soll ich sagen? Super Mario braucht man nicht viel zu sagen, ne? Lisa, ich denke, du weißt, wovon ich rede. ist ein. Aber es ist halt doch einfach nochmal. Weil gerade wir, das ist halt auch so das Problem, ne? Viele Menschen heutzutage sehen das nicht und schätzen das nicht, was da für Arbeit reingesteckt wird. Ra Arbeit, Energie, und vor allem Liebe zum Detail, Liebe zu dem, was man da tut. Und uns Bastlern macht das einfach mega viel Spaß. Und das ist halt leider das, was bei vielen Menschen nicht mehr ankommt. Ne? Dieses Handwerk. Also gerade Papierbasteln wird so unterschätzt, finde ich, und nicht ernst genommen von vielen Menschen. Die denken dann, ach, naja, ist halt eine selbstgebastelte Karte, ja toll. Die gucken sie sich dreimal an, dann landet die irgendwo in der Ecke und im Endeffekt, ja, war die nie wieder gesehen. Ne? Und für mich ist das aber einfach, für mich ist das was total Besonderes. Es ist ein, guckt euch das doch an. Ja, es ist was. Leute, ich überventiliere gleich. Ich, ja, Lisa, also es hat noch keiner geschafft, ne? Bisher hat es noch keiner geschafft, mich zu so einem Video zu bringen. Und jetzt habe ich meine Rede vergessen. Guckt euch das doch einfach an, ne? Ihr seht, also man sieht, was da drin steckt. Da steckt Zeit drin, da steckt Energie drin, da steckt ganz viel Liebe zum Detail drin, da steckt alles drin, was man, also man sieht, dass Lisa das von Herzen gern tut, ja? Man sieht es einfach. Und also mein großer Wunsch ist tatsächlich, dass viel, viel mehr Menschen dieses Handwerk, dieses, ja, dieses Selbstgemachte einfach wieder viel mehr zu schätzen wissen und auch viel mehr annehmen. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ne? Wir gucken mal, was hier drin ist. Ich rede mich sonst heute um Kopf und Kragen hier und irgendwann. Meh. Nein. Oh, was war denn das? Sie hat mir ein Lineal gebastelt. Ich finde, soll ich euch mal sagen, dass ich bis. Also ich habe die Lineale ja auch, ne? Und ich bebastel die ja auch. Aber ich habe tatsächlich erst ein einziges Geschenk bekommen und das war es von meiner lieben Elena. Das ist auch schon ganz, ganz lange her. Und jetzt habe ich ein, zwei. Wie schön ist das bitte? Jetzt guck doch mal. Mann. Das ist so süß. Ich liebe das. Ne? Ich liebe diese Lineale. Ich finde das so, weil man kann da so viel machen.
Man kann da echt so viel machen. Oh. Ja, und dann gibt es Seta, und das meine ich. Es gibt auch fertige Produkte, die einem ein super schönes Lächeln ins Gesicht zaubern, und das gehört definitiv dazu. Sticky Notes. Ja, wie cool ist das denn? Das hast du jetzt aber nicht wirklich ernsthaft extra deswegen gekauft. Boah. Wie cool ist das? Oh, guck doch mal. Und da ist er auch noch mal. Wie geil, das ist auch cool. It's time for. Oh, wie schön ist das? Ja, mega cool. Ich freue mich so. Das ist echt schön. Oh, Lisa, vielen, vielen lieben Dank. Ich, ja. Also ich kann gerade auch gar nicht mehr als Danke sagen. Ja, super schön. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hinlegen soll, sonst sieht man das Brettchen da nicht mehr. Man soll doch alles sehen. So. Ach, ist das. Oh. Also es klingt total bescheuert, ne? Aber soll ich euch mal sagen, dass ich froh bin, dass das jetzt das Letzte ist, was wir aufmachen? Ich glaube, sonst kriege ich heute noch einen Herzinfarkt. Ja. Und ich glaube, da bin ich noch ein bisschen jung für. Ich habe ja viele Krankheiten, aber einen Herzinfarkt möchte ich nicht kriegen. Ja, also öffnen wir das letzte dieser wunderschönen Sachen. Also da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist auf jeden Fall was sehr, sehr dünnes, feines. Oh, Lisa. Also. Oh, sorry. Ich will jetzt hier nicht schniefen, aber das kommt jetzt echt vom Heulen. Das kommt nicht vom Rotz. Ja, nur dass er das wisst. Man gibt ja doch immer mal Leute, die sich darüber aufregen. Aber gut. Links rin, rechts raus. Das sind dann so Menschen, die das einfach nicht verstehen. Ne? Es gibt ja leider auch Menschen, die nicht verstehen, warum man so emotional auf sowas reagiert. Ist doch nur. Ja, aber Gott sei Dank gibt es doch noch eine kleine Handvoll Menschen, die es verstehen. So. Oh. Oh. Och, wie cool. Oh. Und auch das, Leute, ich mache jedes Jahr Kalender. Ich bastle jedes Jahr Kalender für meine Arbeitskollegen, für meine Familie und verschenke die. Ich habe bisher noch nie selbst einen bekommen. Pass auf, zeige ich euch. Ich habe meinen eigenen stehen. Wartet. Hier. Ich habe meinen eigenen stehen. Das ist, das ich, ja, den habe ich selbst gebastelt und der steht bei mir. Also ich habe wirklich, wartet, ich bin sofort wieder da. Ich habe wirklich noch nie selbst einen bekommen. Und wie genial ist der bitte? Guckt euch das doch mal an. Wow. Ey, du hast aber auch Ideen. Also du musst mir hier, ich guck gerade, du musst mir hier definitiv sagen, was das für Stempel sind. Ich möchte bitte wissen, was das für Stempel sind. Oder hast du das da rauf ge? Nee, es ist raufgestempelt. Ja, das musst du mir bitte, bitte, bitte schreiben. Richtig cool. Ich muss mal, also ich habe ja auch Alice-Stempel, ja. Ich habe, die habe ich, glaube ich, auch. Ich muss tatsächlich bei mir mal durchgucken, welche ich habe. Also ich habe auf jeden Fall die von Impronte. Ist Impronte, glaube ich, ne? Ja. Und ich habe die von Sassy Club. Und ich glaube, von MFT gibt es auch welche. Kann das sein? Bin mir nicht sicher gerade. Naja, aber wir connecten nochmal. Aber das, ja. Also, ich glaube, ich muss dazu eigentlich gar nicht, ich lege das mal so hin, dass das nicht kaputt geht. Ich glaube, ich muss dazu gar nicht mehr viel sagen. Ich denke und hoffe, liebe Lisa, dass du gesehen hast, oder gespürt hast, wie sehr ich mich darüber freue. Das ist wirklich eine ultimativ
Mega tolle Ü-Post. Ja, ich lieb's. Ich liebe jedes einzelne aus dieser Überraschungspost. Ich finde es einfach nur super schön und ich kann wirklich nur von Herzen, also wirklich von Herzen, Danke sagen. Ich bin total begeistert, ich bin total geflasht. Ich werde es mir wahrscheinlich jetzt, wenn ich das Video beende, wahrscheinlich noch 20 Minuten lang hier angucken und liegen lassen. Streicheln vielleicht auch noch. Und ja, total schön. Ich finde es mega, mega schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, was soll ich noch groß sagen, Mädels? Wie ihr seht, es gibt Dinge im Leben, die erreichen weit mehr als irgendwelche teuren Geschenke, die man jemandem macht. Ja. Also wenn es danach geht, ich könnte jeden Tag selbstgemachte Post bekommen. Darüber freue ich mich viel mehr, als wenn man mir hier keine Ahnung, was weiß ich, vor die Tür stellt. Das ist einfach. Man sieht einfach, was dahinter steckt. Ja, man sieht, was drin und vor allem dahinter steckt. Und dass es nicht einfach mal so nebenbei gemacht ist. Danke, Lisa. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wundervollen Moment. Ich hoffe, dass ich ihn mit euch allen, die dieses Video schauen, teilen konnte. Und ja, ich denke, da werde ich in der nächsten Zeit mal fällig sein. Ihr Lieben, ich glaube, ich beende das Video dann jetzt hier und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir uns auf jeden Fall in nächster Zeit wieder sehen und hören. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, jetzt habe ich bestimmt 20 Mal auf jeden Fall gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bleibt bitte alle gesund. Und ja, schätzt das Leben, schätzt andere Menschen, schätzt das, was sie tun und freut euch über kleine Dinge im Leben. Das ist ganz wichtig. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.